Hallo und hi, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend bei Metalla. Ich bin Enim Töll und heute gibt's was ganz Besonderes für euch. 10 Jahre Dynamo in Eindhoven. Wir waren natürlich gleich mit mehreren Kameras drüben und haben Stunden Material für euch aufgenommen. Heute gibt's den ersten Teil, nächste Woche den zweiten. Wir fangen auch fast gleich an, es gibt aber noch ein aktuelles Video und zwar Mind Riot mit Rain. Wir sind schon sehr aufgeregt, ja. Mit der Sprache jetzt hier in Holland lasse ich mich mal überraschen, da weiß ich nicht. Das ist tatsächlich der erste Schweizer-Gig in Holland. Sonst andere Ausland-Gigs, Österreich, Schweiz, na gut, ist eh deutschsprachig. Also ich denke, es dürfte da kein Problem geben, weil die Leute, sie merken, dass wir das meinen, was wir singen. Und dann ist es egal, auf was für eine Sprache das ist. Hauptsache, sie verstehen das auf einer emotionalen Ebene, was das sein soll. Wir spielen jetzt einfach, zumal ich mich jetzt eh nicht hier als Deutscher sehe auf einem holländischen Festival oder ich sehe mich auch nicht als Vertreter von Deutschland oder so. Ich komme aus Oberbayern, ne? Seit der Propinto haben wir etwa jetzt mal knapp 30, 40 Konzerte gespielt. Und wir haben halt einfach Musik gemacht, von der wir meinten, sie machen zu müssen. Und jetzt ist es ganz unterschiedliches Publikum. Sind teilweise kleine, teilweise ziemlich alte Leute auch, die sich mit den Texten dann dahin gehen und so. Das ist noch relativ offen, das macht die Sache aber auch spannend. Dynamo haben wir jetzt etwa 2 Wochen off, Zeit zum Stücke schreiben ein bisschen und dann jetzt mit Morgoth und Rape auf Tour über knapp 2 Wochen. Das ist eine Sache, wo ich mich ziemlich drauf freue schon, weil ich habe Morgoth auf dem Backen auch hergespielt und denke, das wird ein ziemlich interessantes Package. Nach der Tour mit Morgoth und Rape wird irgendwann im Herbst kommt ein CD-ROM-Spiel raus, auf dem wir, ein Freund von uns hat das gemacht und da haben wir eine kleine Rolle übernommen. Wir spielen da irgendwelche Partisanen in Kanalisationen und so. Es war ein Heidenspaß, da mitzuspielen. Also eben, weil wir nach wie vor versuchen, halt uns mit anderen Medien auch noch zu beschäftigen. Also nicht nur Musik, sondern wir machen auch T-Shirts und Plattencover und den ganzen Blödsinn, auch mit den Videos. Machen alles selber. Also Dynamo ist für mich persönlich jedes Jahr der Höhepunkt. Ja, freuen wir uns jedes Jahr drauf. Ich habe auch schon ziemlich die Lampe an, sieht man wahrscheinlich. Nein, aber Dynamo ist schon klasse. Da
wide. Unsere Songs haben Tiefe, musikalisch und textlich. Es ist schwer, sie einzuordnen. Wir sind fünf Leute in der Band, fünf verschiedene Persönlichkeiten mit verschiedenen Geschmäckern. Und das versuchen wir in unsere Musik einfließen zu lassen. Es ist das erste Mal, dass wir auf einer so großen Bühne gespielt haben. Das war schon was Besonderes. Aber wir waren nicht nervös. Als wir merkten, das hat es uns noch zusätzlich motiviert. Am Ende wollte ich gar nicht mehr verlassen. Unser Konzert lief echt gut, besonders gegen Ende, als das Publikum mitging. Anfangs hatten wir einige technische Probleme, außerdem hat es etwas gedauert, bis wir den richtigen Sound hatten. Unseren Soundmischer haben wir erst eine Stunde vor dem Konzert kennengelernt. Das war ein Typ aus Denver und wir haben ihn einfach gefragt, ob er uns abmischen könnte. Das Wichtigste für uns im Moment ist, eine Europa-Tour zu machen, insbesondere Deutschland und dann den Rest von Europa. Where are you guys from? New Zealand. Yeah. What? Wir spielen zwar harte Musik, aber ich sehe uns eher als eine Rock'n'Roll-Band der 90er. Faith No More haben wir auf ihrer Angel Dust Tour getroffen. Als sie in Neuseeland spielten, haben sie uns im Studio besucht, wo wir gerade unser Album aufnahmen. Es ist ein Fax von ihnen, wo sie uns an, zusammen eine kleine Europatour zu unternehmen. Come over in 3 weeks and we'll do a little tour around Europe. Es wurde viel spekuliert, wie eine kleine Band auf eine so große Tour kommen konnte und viele Leute meinten, dass unsere Plattenfirma einen Haufen Geld gezahlt hätte. Das ist völliger Blödsinn. Es war eine Einladung. Sie haben uns gefragt. Kein Business Mist. Wenn wir auf die Bühne gehen, haben wir kein festes Konzept im Kopf. Heute zum Beispiel nahmen wir die Aggression des Publikums auf und gaben sie so heftig wie möglich zurück. Unsere Musik ist dazu da, möglichst laut durch eine große PA gepumpt zu werden. Yeah.
In einem kleinen Club ist die Atmosphäre intimer und wir geben uns vielleicht freundlicher. Dieser Auftritt hingegen war der totale Rausch. Nach so etwas weißt du, warum du diesen Job machst. Fantastisch. I shouldn't be endorsing Coca-Cola. Cause you're so bitter inside. You're so bitter inside. You're so bitter inside. We have festivals like this too. Auch bei uns in Neuseeland gibt es Festivals dieser Größenordnung. Meistens gibt es Stress durch Gewalt und Banden. Hier hingegen sind nur Leute mit demselben Musikgeschmack und denselben Interessen. Deswegen ist es so ruhig. Die Leute sind wegen der Musik hier und nicht, um sich die Birne weich zu prügeln. Für uns ist das ein positiver Wandel. Hier gibt es viel zu viele Rockstars. Viel zu viele Journalisten rennen hier mit sehr schwarzen Lederklamotten und sehr albernen kleinen Sonnenbrillen umher. Und sie meinen, sie wären Rockstars. Sonst ist es nett. Viele gute Bands und viele Leute, die besoffen sind und Pott rauchen. There's some good bands. Yeah. There's a lot of people drunk. There's a lot of people smoking pot. Decent thing. How's that? This song's called Just What Nobody Wanted. Für unseren Gitarristen und unseren Drummer war es der erste Gig mit Skyclad. Und ich bin sehr stolz auf die beiden. Ich hätte das nicht gekonnt. Die zwei haben vorher in einer kleinen Demo-Band gespielt und sie sind niemals vor mehr als 100 Leuten aufgetreten. They were in a band from England, like just a demo band called Inner Sanctum. And they've never played to more than 100 people before. There has to be a simple explanation. While fear is the pattern every time I come to town. For me, you know, the... Die schlechte Seite eines solchen Festivals ist, dass du keinen Soundtrack und dadurch miesen Sound auf der Bühne hast. Das Gute ist, dass man viele Leute trifft und viel feiern kann. Gerade auf dem Dynamo ist die Stimmung sehr speziell. Alle sind friedlich und nett. Das Publikum war mal wieder der wahre Star am Freitag. Es ist schon sehr seltsam. Hier sind 150.000 Menschen und es gibt keinen Ärger. In England hast du 10.000 Fußballfans und bekommst das absolute Chaos. Da bin ich lieber hier. Im Moment versuchen wir einen neuen Plattenvertrag zu bekommen und wir werden sehr genau überlegen, bei wem wir unterschreiben, damit es auch für die Band in Ordnung ist. Wir suchen ein Label, das uns richtig hilft, denn wir sind keine faule Band. Wir lieben es, live zu spielen, weil es das ist, was wir am besten können. Many thank yous to all the people who've bought our new album and I think this year could be a very good year to Skyclad and we owe it all to you people out there who kept us going over the last 5 years. Thank you.
I know my father thinks our music is complete rubbish. He loves, he likes happy tunes. This is called A Sea to Suffering. It's really strange. Being sad is happy for us. Man kann niemals erwarten, in die Charts zu kommen, vor allen Dingen, wenn man solche Musik wie wir macht. Sie ist zwar nicht extrem, aber schwer zu verdauen. Aber wir sind natürlich ziemlich glücklich darüber. Ich glaube, in England und in Belgien sind wir auch in den Charts. Offensichtlich ist es unser bestes Album bisher. Wir haben uns nicht konkret vorgenommen, ein total anderes Album zu machen. Es ist einfach das Resultat unserer Entwicklung. Wir versuchen uns einfach dauernd zu verbessern und immer bessere Songs zu schreiben. Ich habe meinen Gesangsstil verändert, weil ich irgendwie musikalisch hinter den anderen zurückblieb. Mit den Jahren wurden sie immer besser und ich hatte immer noch den Death-Metal-Gesang drauf, während die anderen zu neuen musikalischen Ufern aufbrachen. Um nicht zurückzubleiben, musste ich meinen Gesangsstil den neuen Stücken anpassen. Yeah.
Eigentlich mögen wir es nicht, auf Festivals zu spielen, weil wir wissen, dass man keinen Soundcheck bekommt. Man muss das Licht benutzen, das auch die anderen bekommen. Es ist wirklich schwer, die bandeigene Atmosphäre aufzubauen. Außerdem hat man furchtbar schlechten Sound, der erst am Ende der Show besser wird. Dies ist das erste Festival, auf dem wir spielen, und wenn alles klappt, spielen wir vielleicht auch in Zukunft auf einigen anderen. Drinking lots of beer. Nur wir Paradise Lost und Tiamat so eigentlich kommen. Ja, Freitag, ja, Tiamat. We're not our own favorites at all, but favorite bands sort of like Tiamat. Unsere Live-Show basiert auf visuellen Effekten. Wir machen keinen Krach, bei dem man herumspringt oder Headbanging betreiben kann. Die Leute sollen in Trance versetzt werden. Sie sollen nicht nur zuhören, sondern auch zusehen. Get them in trance and make them watching as well as listening. Auf unserer letzten Tour waren wirklich seltsame Leute im Publikum. Viele Ältere, die eher auf den 70er-Jahre-Hippie-Krempel standen. Das ist ziemlich erfreulich, da wir eher auf diesen Sound und nicht auf Metal stehen. That feels pretty good, because that's what we like, even more than, you know, this metal thing. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann denke ich kaum ans Publikum. Zusammen mit Gitarre und Mikrofon befinde ich mich in so einer Art Muschel. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, es ist halt meine Art. Es ist egal, ob dann 100 oder 100.000 Leute zuhören.
Dass wir als nächstes mit Black Sabbath auf Tour gehen werden, ist schon klasse. Diese Kombination passt. Auf der anderen Seite wird es sehr hart werden. Die Tour ist lang und wir sind seit der letztjährigen Tour mit Type O Negative ununterbrochen auf Achse. Es ist schwer, aber es ist es wert. Yeah, I mean, almost since we played with Type O Negative last year. So it's gonna be hard, but it's worth it. Das ist das erste Mal, dass ich auf einem so großen Festival bin. Ich finde es fast schon zu groß. Wir spielen hier auf der kleinen Bühne und allein im Backstage-Bereich sind mehr Leute als Publikum bei einer unserer Headliner-Shows in Deutschland. We're just fucking metal. Grunge is dead. Wir kommen aus Seattle und sehen schon, dass sich dort musikalisch einiges ändert. Eine neue Szene ist auf dem Vormarsch. Industrial Punk, Metal, Classic Metal. Industrial Punk, Metal, Classic Metal. Metal's on the way back, man! What is it? Rockstars on smack and a serial killer dies. Clinical brain suicide and murder are up on the mark. Brainwash the youth to behave. We don't stand up. Es gibt Leute, die sagen, dass wir überhaupt nicht nach Sanctuary klingen. Andere behaupten das Gegenteil. Keine Ahnung, es ist eine andere Band, aber wir spielen auch die alten Sanctuary-Songs, weil die Leute drauf stehen. Aber mit unserem nächsten Album, was bereits zur Hälfte steht, werden wir eine feste Identität erlangen. Wir sind mehr als die neue Band der ehemaligen Sanctuary-Typen. It's gonna change a little bit and we'll get more of an identity for ourselves, rather than just being the band with the two guys from Sanctuary. Musikalisch ist es allerdings durchaus vergleichbar. Unser neuer Gitarrist Jeff Loomis ist versierter als sein Vorgänger, aber sonst... Fuck Woodstock! Fuck Woodstock! This is definitely. Heute hatten wir das größte Publikum in unserer Karriere. Zumindest das größte zur Mittagszeit. Fuck Woodstock! Fuck Woodstock! We need more of this. In Amerika wäre so etwas wie das Dynamo unmöglich. Die Anerkennung von Hasch, die Massen von Bier, der Spaß aller Beteiligten, so etwas würde in den Staaten völlig chaotisch verlaufen. Hier ist es super und es sollte weitergehen. In 3 Tagen sehe ich mehr Bands als in Seattle das ganze Jahr.
crowds in Europe are so much more. Die Fans in Europa sind intensiver bei der Sache. In den USA läuft eine Woche Metal, dann eine Woche Grunge und die Kids hören das, was ihnen das Fernsehen vorgibt. You know, they just take what's fed to them over MTV. In Deutschland und Japan gibt es eine größere Anhängerschaft für die Art von Power Metal, die wir machen. Aber auch in den Staaten scheint es wieder zu kommen. No compromises. Don't give in to trends. This is a little different. It's a little different situation. Normalerweise gehören wir ja in Clubs, wo die Kids auf der Bühne rumspringen und mitsingen können. Ich mag es nicht, auf einer Bühne zu stehen und auf irgendwelche Leute zu blicken, die ungefähr 100 Kilometer entfernt stehen. Wir kennen einige Leute, die letztes Jahr hier gespielt haben und freuen uns schon ziemlich darauf zu spielen. Das ist das Konzert, von dem wir in den letzten 6 Wochen am meisten gesprochen haben. Wenn hier 24 Bands spielen würden, die alle die gleiche Musik machen, wäre das ziemlich langweilig. Darum geht's ja bei den Festivals, dass möglichst verschiedene Bands spielen. Wir arbeiten immer nach einem neuen Material. Wir hoffen, dass es mit dem neuen Album bis Ende dieses Jahres klappt. Spätestens im Januar dann. We appreciate it. You know, you guys have really made the scene strong. You know, it encourages us to keep going, come out and play shows. We have a lot of fun. We enjoy it. And we're glad you guys do too. Hi, ich bin Abaddon von Venom und normalerweise sollten wir dieses Jahr headlinen, aber das hat nicht geklappt. Gut, wie ihr seht, stehen wir hier backstage vor dem Ü-Wagen, mit dem wir die Bands aufnehmen. We're recording the video and the audio for 3 days. Hier sind sämtliche Knöpfe der Welt vereint. Ich meine, alle Knöpfe, die man in seinem Leben braucht. Welche für die Mikrowelle, fürs Licht und so weiter. Es gibt gelbe, aber auch orange Knöpfe. Hier schneiden wir zwischen den Kameras hin und her und alles, was auf diesem großen Bildschirm zu sehen ist, seht ihr dann auf Viva. As you can see here, and this is the main edit, and everything that goes under this is what you finally see on Viva. Nailbomb steht für Freiheit, du tust, was du willst. Und Nailbomb zeigt außerdem, dass man mit den unterschiedlichsten Musikern zu einem guten Resultat kommen kann. Alright,
Ich weiß nicht, ob uns Hassgefühle zu diesem Projekt inspirierten. Auf jeden Fall hatte sowohl Alex als auch ich eine ziemlich miese Lebensphase und die Musik sollte als Ventil dienen. So entstand Nailbomb. Nailbomb ist viel direkter als unsere eigentlichen Bands. Es gab keinen Grund, Songs immer wieder zu überarbeiten. So blieben sie spontan. Beim Point Blank Album hatten wir alle Freiheiten, die wir brauchten. Es gab keinerlei Druck von Plattenfirmen. Wir haben es aufgenommen, dem Label die Bänder gegeben und hatten eine CD. Ich liebe Sepultura, aber manchmal kotzt mich die gesamte Musikindustrie an. All diese Dinge, die man aufgrund irgendwelcher Verträge nie mit Sepultura machen kann, weil die Musikmafia dagegen ist, die ziehe ich bei Nailbomb durch. Wir legen drauf los und wenn es Ärger gibt, dann lassen wir es. So it's like with Nailbomb we don't have that problem. We just we either do it and if they start and give us too much trouble we say we don't do it, you know, that's it. Es wird kein zweites Album geben, da wir nie dieselbe Freiheit wie bei Point Blank haben werden. Die Umstände waren damals einfach anders. Noch größer, noch mehr Bands diesmal und das Wetter ist im Moment auch ein bisschen besser. Findest du es besser oder findest du, es platzt mittlerweile so ein bisschen aus dem Rahmen? Oh. Ja, ich meine, letztes Mal war es das erste Mal, als es so richtig mega groß war. Ich weiß es nicht, also es ist wirklich an der Grenze angekommen, also auch allein von der Belastbarkeit der Leute, denke ich. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Bands da müssen, 30 oder so sein jetzt. Das schlaucht ganz schön, vor allem gestern und heute. Gestern ging das dann bis 3:30 mehr oder weniger. Heute geht es auch bis nach Mitternacht, also der Schlaf fällt aus auf jeden Fall. Let's get everybody out here to fucking make some noise for the Dynamo! Come on! You hear the record. Du hast die Platte und willst die Musik sehen. Dafür sind wir da. You know, we're gonna like, you know, that's what we're gonna bring across live. This next one's also a new song off our new record. This one is called Self Bias Resistor. Vor dem Dynamo hatten wir bereits eine Show in London und ein Festival in Paris. Bei beiden Auftritten klappen die neuen Songs hervorragend. Hier wird es auch klappen. Die Leute wollen uns unbedingt sehen. Und selbst wenn wir uns verspielen, dann werden sie ausrasten. Our
Der Sound auf dem Album macht klar, dass wir eine gute Studioband sind. Live zeigen wir eine andere Seite von uns. Wir kommen in unseren Tourzustand und bieten dann die ganze Aggression live. And you just get the real live aggression feeling on the record coming out live at you. Es ist egal, ob wir einen großen oder einen kleinen Auftrittsort haben. Selbst wenn eine Abgrenzung zwischen uns und den Fans bestehen sollte, denken und handeln wir immer gleich. Wir können mit sowas umgehen, wir mögen die Vielfalt. I mean, there's a difference, yeah, because the place is smaller, but it don't matter. I mean, all the kids love it and we're, you know, we're both thinking the same thing on the same wavelength and, you know, just, that's how we like it. Vor 2 Jahren haben wir zum ersten Mal auf dem Dynamo gespielt und damals war es das bis dahin außergewöhnlichste Live-Erlebnis, was ich jemals hatte. Jetzt dürfen wir nochmal spielen. Ein großes Privileg. Das Dynamo ist eine kulturelle Erfahrung. Leute aus ganz Europa kommen hierhin. Es ist billig und du kannst campen. Es ist wie ein alljährliches Woodstock. You can camp. So everyone's just like, it's like Woodstock every year, you know. Die anderen Bands sind Freunde von uns. Du spielst hier nicht nur, du hängst auch ab und trinkst Bier. Nach dem Dynamo gehen wir zurück in die Staaten, um dort mit Megadeth zu touren. Das wird eine große Sache und ein paar Monate dauern. Im September oder Oktober steht dann Europa auf unserem Plan. Als kleines Kind sagen, 10 Packen minus 9 Packen gleich einpacken. Einpacken werde ich jetzt bis nächste Woche, Donnerstag 22 Uhr, wenn es wieder heißt Metalla mit NM Turtle. Und da geht es dann weiter. Der zweite Teil unseres Dynamo Specials. Ihr seid natürlich dabei und schaltet wieder ein, denn da geht es nochmal richtig zur Sache. Zum Schluss haben wir noch unsere 4 Freunde aus Herne. Hallo und hi, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend bei Metalla. Adam Turtle ist wieder am Start und heute gibt es den zweiten Teil des Dynamo Specials. Aber natürlich gibt es vorher noch ein Video und zwar von den... Hi,
I'm Corey from Warrior Soul. Hi, I'm X Factor from Warrior Soul. And you're watching Metalla on Viva TV. The song's called I Got a Rotten Soul! Unser letztes Album läuft sehr gut. Jedes Mal, wenn wir auf Tour gehen, steigen die Verkaufszahlen, weil unser Publikum immer größer wird. Das Album wächst ohnehin durch Mundpropaganda. Du hörst es bei deinem Kumpel im Auto und danach kaufst du es. Ich denke, Erfolg lässt sich nicht durch Verkaufszahlen ausdrücken. Captain Beefheart war sehr erfolgreich. Frank Zappa war sehr erfolgreich. John Coltrane war auch sehr erfolgreich. Und keiner von ihnen hat so viele Alben wie Bon Jovi verkauft. John Coltrane war pretty successful. And none of them sold as many records as Bon Jovi did. Mein Schreibstil hat sich insofern verändert, als dass ich jetzt weniger direkt, dafür aber bildhafter schreibe. Das zu verbinden ist sehr interessant, weil es psychedelischer ist. Diese Band wird sich immer weiter verändern. Ob positiv oder negativ, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall entwickeln wir uns weiter, weil es langweilig ist, auf der Stelle zu stehen. Ich denke, es ist wirklich schön für die Leute, lebende Menschen auf der Bühne zu sehen, die echte Instrumente spielen, mit ihrer eigenen Stimme durch eine laute PA in echte Mikrofone singen. Alle amüsieren sich, es gibt kein bisschen Gewalt, das ist wirklich fantastisch. And they're playing through a loud PA and everybody's having a great time. There's not one hint of violence amongst 150,000 people. Everybody's having a great time. That's what I think, for me, that's the biggest thing. Before September, but we're coming back in the fall, and I hope everyone gets a chance to see us because we're fun. I want to see Grip. And I really want to see Grip incorporated with Dave Lombardo. I'm dying to see Dave Lombardo play, because he rocks. Heute spielt eine geile Band, die Grip heißt, die finde ich ziemlich geil. We're going to send the people crazy! If you want us to play your party at home, we'll set up in your front living room. We'll play. Yes!
Die Tour mit Motorhead war klasse. Obwohl die Jungs schon so lange dabei sind, haben sie keinerlei Starallüren und sind total auf dem Teppich geblieben. Die sind so drauf wie wir. Und so etwas ist die beste Voraussetzung für eine Vorband. Es war eigentlich besser, als wir überhaupt alle gedacht hätten, weil wir haben vor ziemlich hartem Publikum gespielt, Motorhead-Publikum, was eigentlich im Grunde auch ziemlich älter ist als das Publikum, was wir so normalerweise ansprechen könnten oder würden. Doch für die Verhältnisse war es ziemlich gut. Also Leute sind ziemlich gut abgegangen, bis auf ein paar Gigs oder sowas. Aber was mich erstaunt hat, dass doch so viele aus der Richtung von Motorhead-Ecke, also aus der Richtung Motorhead, doch Grip so gut gefunden haben. Ja, das war die erste Tour. Und ich sehe, sind wir jetzt als Band, als richtige Band, erstmal zusammengewachsen auf der Bühne. Denn die ganze Studioarbeit und die Proben und so weiter, das hat uns das Gefühl, eine Band zu sein, gegeben. Aber der erste Test war natürlich auf der Bühne. Jede Show ist wichtig für uns, egal ob 100 oder 160.000 Zuschauer da sind. Wir geben immer 120%. Klar, wenn mehr Leute da sind, ist die Spannung größer, aber von uns kommt immer dieses Bestimmte. André Verheusen, der das Dynamo organisiert, ist unglaublich. Ich kenne ihn seit 1985 und als ich ihn gestern fragte, ob er sich jemals ausgemalt hätte, dass das Ganze so groß werden würde, sagte er, nein, niemals. Ich war bei einem von den ersten Dynamos hier, waren, glaube ich, 3000 Leute oder sowas. Der Unterschied ist halt nur, dass viele Leute hier hinkommen, viel zu viele vielleicht, dass das alles mehr so einen Kommerzcharakter annimmt. Deswegen wahrscheinlich muss das leider zu Ende sein, weil wenn das Gefühl von diesem Dynamo, wie es vor ein paar Jahren war, verloren geht, was jetzt noch Gott sei Dank erhalten ist, aber wenn das verloren geht, dann ist das halt ganz normal nur noch ein Festival wie Monsters of Rock. Lust zur Musik und überhaupt Party und so weiter, das hat Dynamo bis jetzt immer ausgezeichnet und bis jetzt fühle ich mich immer noch wie am Dynamo. Peace. No matter what you do, you're gonna die anyway. Here's a song that got myself and the rest of the hippies in this band excommunicated from the Catholic Church. This is called Christian Woman. If you know the words, sing them, because I forgot them. Yeah.
knocks upon her bedroom wall. From grace she will fall. An image burning in her mind, in between her eyes. Wir kreieren keine Trends, wir beenden sie. Außer Kopfschmerzen zu bekommen, sollten die Leute, die zu unseren Konzerten kommen und selbst nicht zu den Glücklichsten gehören, merken, dass es auch andere Leute mit denselben Problemen gibt. Geteiltes Leid ist halbes Leid und wir sind die richtigen Partner. Viele Leute dachten, dass Type O Negative es lieben zu hassen, aber das Gegenteil ist der Fall. Wir hassen es zu lieben. Wir haben in der letzten Zeit mit wirklich ungewöhnlichen Gruppen wie zum Beispiel Mötley Crüe gespielt. Diese Bands wollten uns haben und wir hatten Zeit. Naja, ein Job ist ein Job. Und wir probierten ein völlig anderes Publikum aus, um jemanden von unserer Plattenfirma zu bereichern, nicht uns selbst. Größtenteils war das Publikum zuerst schockiert, wahrscheinlich weil wir auf der Bühne wie vier tote Bäume wirken. Zum Ende hin gab es dann immer mehr Applaus, eine gute Erfolgsbestätigung. Nach der in Bälde folgenden Queensryche-Tour werden wir 2 oder 3 Monate proben, um dann ins Studio zu gehen. Das Resultat wird dann hoffentlich am Valentinstag nächsten Jahres in den Läden stehen. Yeah.
Des Weiteren bin ich bald hüllenlos im Playgirl zu bewundern. Dieses Blatt bringt einmal im Jahr eine Rockausgabe heraus und ich war wohl der Verrückteste und zog alle meine Klamotten aus. Immerhin wurde ich gut bezahlt. Umgerechnet 25 Gulden habe ich erhalten und hierfür gebe ich sie aus. Das Ganze wird im Juli veröffentlicht. Seht euch vor. Mein kleiner Freund ist 5 Inches lang und 4 Inches breit, wie eine Kaffeekanne. Dies hier ist unser zweites Festival überhaupt. Wir sind noch nie vor so vielen Leuten aufgetreten. Tja, 140.000 Leute, keine Ahnung, was passiert. Ich spiele allerdings lieber in einem Club. Es ist dunkel und du hast mehr Kontrolle über dein Umfeld. Am liebsten würde ich vor maximal 100 bis 200 Leuten spielen. Es ist intimer und du hast Augenkontakt. Außerdem siehst du, wer mit Klamotten nach dir wirft und kannst ihm hinterher vermöbeln. Wenn du hier was auf die Birne bekommst, findest du den Täter nie. Die Bands, die dieses Jahr auf dem Dynamo spielen, sind alle sehr gut. Das Festival wird von Jahr zu Jahr größer und besser. Schon in der Vergangenheit hat das Dynamo gezeigt, in welche Richtung sich Metal bewegt. Hier spielen immer die Bands, die noch eine große Zukunft vor sich haben. Man hat hier immer eine gute Nase für junge, aufstrebende Bands gehabt. Und gerade das diesjährige Line-Up ist absolut brillant. Es spielen wirklich die besten Newcomer und die angesagtesten Bands. Europäische Fans sind ziemlich begeisterungsfähig. Sie nehmen sehr große Entfernungen in Kauf, um bei solch einem Festival dabei zu sein. Ich denke, so etwas wie das Dynamo könnte nicht in den Staaten stattfinden, weil die Mentalität der Fans dort ganz anders ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute so große Entfernungen zurücklegen würden. Außerdem gäbe es in den Staaten weitaus größere Sicherheitsprobleme. There would be a lot more security-related problems in the States than here. This is the largest crowd we have ever played to in our fucking life. And it feels pretty good. This is the last time! All diese Festivals kommen gerade passend zu unserer Veröffentlichung und wir nehmen so viel wie möglich mit. Die Tour kommt später. Solange es dunkel ist und wir unser eigenes Licht benutzen können, gehen Festivals wie dieses okay. Hauptsache, es ist nicht zu hell. Tageslicht ist nicht unser Medium. We
Wir haben unserem Schlagzeuger Lee gesagt, dass er die alten Songs nicht zu sehr verändern soll. Ich selbst singe die älteren Sachen vielleicht eine Oktave höher als auf den entsprechenden Alben, aber sonst ist trotz unserer Weiterentwicklung kein großer Unterschied zu hören. Festivals sind nett, weil nach dem Auftritt kein Druck mehr da ist. Allerdings darf man sich nicht vor einer so großen Menschenmasse fürchten. Und ich bin immer nervös. Aber nach getaner Arbeit ist es angenehm. Das Dynamo ist schon klasse. Es gibt nicht diese Megastars. Alle Bands kommen mehr oder weniger aus dem Untergrund. Und hier als Headliner aufzutreten, ist der Höhepunkt unserer Karriere. Good night, babies. Welcome to Flowerland. Yeah, it's called Proof. Wir machen einseitige Musik und das Stil geht und alles, was dazwischen ist. Grunge ist ein Medienwort und wurde nicht von Musikern gemacht. Wenn jemand meint, dass Martin wie Chris Cornell singt, also dieselbe Stimmqualität hat, dann ist das doch nicht schlecht, denn er ist ein guter Sänger. Unsere Texte handeln nicht von Dingen, die wir nicht kennen, sondern über Probleme, wie wir sie sehen. Wir können nicht über Probleme der Schwarzen in den USA schreiben, weil wir aus Schweden kommen. The way we see it, because I mean, we can write about Negro problems in the United States, because you don't know about that. We're from Sweden, you know, so. Das Dynamo ist wirklich großartig. Ich könnte hier 2 Monate rumhängen, ohne mich zu langweilen. Two months and don't get bored.
Nach dem Konzert geht's erstmal zurück nach Schweden, um ein neues Video aufzunehmen. Welcher Song ist noch nicht ganz klar, aber es gibt auf jeden Fall ein neues Video. Stay black, stay white, stay yourself. Unser neues Album ist so hart geworden, weil wir uns in den letzten 3 Jahren mit so viel Business-Scheiß herumgeschlagen haben. Ich musste einigen Leuten einfach meine Meinung sagen und einige Aggressionen abbauen. Das europäische Publikum ist ehrlicher. Sie wollen nicht dein Gelaber hören, sondern deine Musik. In den USA hören sie oft nicht zu, sondern machen einen los. Die Fans in den Staaten sind verrückter. Sie stage-diven und moschen während des Konzerts. Except the people in the United States get crazier. Some of the pits and diving off the stage and shit, people are crazier. Das ist das Coole an diesem Festival. Hier gibt es keine Probleme. Jeder kommt hier hin, um Spaß zu haben und seine negativen Seiten zu Hause zu lassen. Es ist schwer, solch ein Festival in den Staaten zu veranstalten, weil sich jeder früher oder später in ein Arschloch verwandelt. Ich mag es, ein Bier zu trinken oder einen zu rauchen, aber es gibt nichts Besseres, als hier auf die Bühne zu gehen und zu spielen.
Wir kennen die Organisatoren und die haben uns gefragt, ob wir hier nicht was aufbauen könnten. Die beste Idee war natürlich Bungee Jumping, weil das für die Leute am attraktivsten ist. Es ist das erste Mal, dass ich solche Musik höre. Es ist das erste Mal, dass ich die Fans dieser Musik sehe. Und ich muss sagen, dass diese Menschen wirklich zu den nettesten überhaupt gehören. Wir hatten keinerlei Probleme, weil dir die Leute hier zuhören und sehr kooperativ sind. Everything what you ask, what you say to them, they listen immediately and they do really everything what you ask. We playing Get in on this, kid. What's up, man? Hi guys. Wir haben seit 7 oder 8 Monaten nicht mehr live gespielt, weil wir im Studio waren, um unser neues Album Ugly aufzunehmen. Dann ist es schon hart, das erste Konzert nach einer so langen Zeit direkt hier zu spielen. That's very hard, but it's kind of dangerous. Es ist schon schade, dass unsere Fans nicht auf die Bühne können, aber es ist ja auch gefährlich bei einer so hohen Bühne. Und wenn erst mal einer auf der Bühne ist, dann kommen alle und das kann wirklich gefährlich werden. Wir haben da einige schlechte Erfahrungen gemacht und wollen nicht, dass jemandem was passiert. Im Herbst kommen wir wieder nach Europa, um eine Tour mit dem neuen Album zu machen. Hopefully by the fall, when the album comes out, I think we'll be swinging back around in Europe. Ugly's gonna rip your fucking head off. Das Dynamo ist sehr gut organisiert und es hat auch einen guten Ruf. Die Leute wissen, wenn sie hierher kommen, haben sie viel Spaß, sehen gute Bands und es läuft alles sehr harmonisch ab. Es wird also schwer sein, das diesjährige Dynamo zu übertreffen, aber ich bin sicher, dass ein solches Festival überall in Europa stattfinden kann, wenn es gut organisiert ist und die richtigen Bands spielen. Deshalb sollten alle europäischen Festivals einen guten Blick auf das Dynamo werfen, um zu sehen, wie es richtig gemacht wird. Hard, fast, oh! Slow, crushing. Whoa! Yeah, Dynamo! I wanna hear you motherfuckers get that loud on this next song. This is the second song off of our record.
This song is called World. Wir singen über Hass, der auf Leute ausgeübt wird. Es ist deren Hass, nicht unserer. Sie richten ihn gegen uns. Viele Leute schließen einfach die Augen vor den großen Problemen und leben oberflächlich in den Tag hinein. Ich meine, man sollte das Leben etwas ernster nehmen. Es stimmt, dass diese Art der Credibility-Musik langsam zu einer Modeerscheinung verkommt. Wir jedenfalls wissen, über was wir singen. Wir haben es durchlebt. Es geht um die Realität, wie wir sie sehen. Und ich finde es wirklich zum Kotzen, wenn so etwas zu einem Gimmick wird. Die Realität ist kein Gimmick. Auch nach 10-monatiger Tour sind wir keinesfalls ausgebrannt. Wir spielen Musik für Kids, die sehr dankbar sind. Ausgebrannt zu sein wäre sehr eigennützig. Wenn du eine Band startest, musst du auf massenhaftes Touren und auf andere Sachen vorbereitet sein. Es war nicht leicht, auf der Slayer-Tour zu bestehen. Machine Head gibt's erst seit 2 Jahren und wir mussten uns nie durch kleine Clubs kämpfen. Wir waren sofort auf einer Megatour und mussten erst lernen, mit so etwas umzugehen. Die Slayer-Jungs selbst sind wirklich cool, aber die Tour war heftig. Vieles, was uns widerfuhr, haben sie gar nicht mitbekommen. Auf der darauffolgenden Headliner-Tour haben wir Wert darauf gelegt, dass unseren Vorbands nicht das Gleiche passiert wie uns bei Slayer. Immer das Management zum Druck ausüben vorzuschicken, geht einfach nicht. Auf dem Festival hier sind die Leute viel aufgeschlossener als das Publikum in den Staaten. Beim Lollapalooza Festival zum Beispiel kommen Leute nur, weil es gerade hip ist. Hier zählt vor allem die Musik. Some fucking noise!
So, meine Freunde, das war der zweite Teil des Dynamo-Specials. Ich fand das auch wieder sehr geil. Einige sehr gute Bands haben da ja gezockt auf dem Festival, aber es ist vorbei. Nächsten Donnerstag, 22 Uhr, gibt es aber wieder eine neue Metaller-Sendung mit Adam Turtle. Bis dahin sage ich Ciao und Servus. Und das legendäre Abschlussvideo ist von B-Thong und heißt Seeking.